Frankfurt. 06069 Frankfurt! Bahnhofsviertel. Verabredung mit einem, der hier früher Drogen vertickt hat und heute schon mal der deutsche Dichter der Stunde genannt wird. Der Rapper Haftbefehl. Pünktlich mit 2 Stunden Verspätung taucht er auf und kommt gleich auf das Thema seiner Lyrik zu sprechen. Frankfurt ist auf jeden Fall eine Crackstadt und Kokain spielt hier eine sehr große Rolle in Frankfurt. Ob es in den Banken ist oder ob es bei den Junkies ist, die auf dem Boden liegen. Und was geht ab, Jungs? Alles fit? Kokain als Bindemittel einer Stadt. Kokain ist auch die Line, die sich durch diese Musik zieht. Drogenkonsum, Drogenhandel, genretypischer Sexismus, Szenen von abstoßender Gewalt. Haftbefehl selbst nennt das Räubermusik. Gangsterfilme zum Anhören. Mir ging es richtig schlecht und ich habe trotzdem weiter Musik gemacht und habe nicht aufgegeben. Und ich glaube, das sollten sich die Jugendlichen mitnehmen, dass man aus nichts etwas erschaffen kann. Wo wohnst du? Bockenheim. Was machst du hier? Ich chill hier. Am Bahnhof? Ja. Öfters? Mit deinem kleinen Bruder? Alle kommen hier, mein Vater, alle. Ja? Hängt ihr am Bahnhof rum? Mhm. Und können wir noch ein Foto machen? Klar. Pass auf dich auf, mein Bruder, ja? Danke, ja, ciao. Warte, bleib mal hier. Hier, geht was essen, ne? Ciao. Menschen machen Kinder und lassen die am Bahnhof rumhängen, Alter. Was macht er mit seinem Vater am Bahnhof? Am Bahnhof gibt's doch nur Dreck und Gesindel und was willst du am Bahnhof? Spuren einer beschädigten Kindheit. Das ist das andere Thema dieser Musik. 1999. Sein Schicksalsjahr. Er fliegt von der Schule, Drogen, Kriminalität. Das erste Mal Jugendarrest mit 15. Aufgewachsen ist er hier, in Offenbach. Bei Haftbefehl wahlweise der schrecklichste oder der schönste Ort des Landes. Wer Offenbach kennt, weiß, dass das eine ziemlich präzise Beschreibung ist. Ich glaube, es wird Zeit, um aufzustehen. Es wird Zeit, um einfach aus dem Haus zu gehen. Einfach rauszugehen, Maybach linke Spur, Mutter geh mir aus dem Weg. 1999 ist auch das Schicksalsjahr der ganzen Familie. Sein Vater nimmt sich das Leben. Ich glaube, das hat schon so einen kleinen Riss in meiner Jugend. Hat es mir so einen kleinen Riss verpasst, psychisch auch. Ja. Und daher kam auch wahrscheinlich der Drogenkonsum irgendwann, weil mir das irgendwie gut getan hat wahrscheinlich zu der Zeit. Keine Ahnung. Ich bin wieder am Block, hab Krisen im Kopf, Visa geblockt. Abstoßendes, Anziehendes, Gewalt, Verletzlichkeit, Schuld und Triumph, all das geschieht bei Haftbefehl immer gleichzeitig. Und gerade in dieser Gebrochenheit bedeutet er für ein bestimmtes Milieu Repräsentation. Vielleicht ist das seine wichtigste Funktion, dass sie ihn feiern und sich damit selbst umarmen. Ich fühle mich nirgendwo so wohl in Deutschland wie in Offenbach. Ich weiß nicht, ob man das zu Deutschland zählen kann überhaupt. In Offenbach ist. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl.